Eoto setzt die Vision einer Afrodeutschen um, Vera Heyer, die in den 70er Jahren angefangen hat, in ihrer Freizeit Bücher von schwarzen Autorinnen und Autoren zu sammeln. Und sie hat das wirklich in Kleinstarbeit getan, ist in Archive gegangen und hat nach Büchern gesucht und die in der ganzen Bundesrepublik zusammengekauft. Und schon damals, vor dem, sage ich mal, organisatorischen Aufbruch der schwarzen Community in Deutschland, einzelnen Personen zur Verfügung gestellt für Doktorarbeiten, für Masterarbeiten, also damals noch Diplomarbeiten, und war auch für sie sozusagen ein Mittel, um sich gegen Rassismus zu wehren und zu empowern. Und leider ist sie 1995 verstorben und hat in ihrem Erbe aber ganz klar gemacht, dass sie sich wünscht, dass diese Sammlung zugänglich gemacht wird für die Gesellschaft, als ein Teil auch deutscher Geschichte. Und nach Jahrzehnten in Kellern, sozusagen sind die Bücher dann von einem Keller zum nächsten Keller zum nächsten Keller gewandert, hat sich vor 2, 3 Jahren ein Verein gegründet. Und wie das bei Vereinsgründung so ist, erstmal auf dem Papier und dann immer mit, sag ich mal, mit mehr und mehr Engagement. Each One Teach One umfasst mittlerweile eine Sammlung von über 2000 Büchern, von afrikanischen und afrodiasporischen Büchern, die wir sowohl im Kiez zugänglich machen für die gesamte Gesellschaft, als auch ganz gezielt benutzen, um die schwarze Community hier zu empowern. Was wir hier mit unserer Büchersammlung machen, ist ganz klar, sag ich mal, Grassroots-Arbeit, also an den Wurzeln Aufbauarbeit, ehrenamtlich hier aus dem Kiez heraus. Und zwar haben wir diese Bücher hier zusammengetragen, von Vera Heyer ursprünglich. Und unser Büchereiteam setzt sich wirklich hin erstmal und schaut, okay, was ist erstmal alles da? Wie kann man das katalogisieren? Unter welchen Schlagwörtern kann man das nachher zusammenfassen? Sollen die Frauen und die Männer als Autoren und Autoren in einem Regal stehen oder nicht? Was passiert sozusagen als Besucherin oder als Besucher, wenn es getrennt ist? Ordnet man die Bücher nach den Herkunftsländern der Autorinnen und Autoren an oder macht das eigentlich überhaupt gar keinen Sinn? Also, sag ich mal, so eine richtige Aufbauarbeit, die manchmal sehr langwierig ist, aber sehr wichtig ist, um nachher auch Inhalte bereitstellen zu können, die zum Beispiel dann in Schulbüchern aufgenommen werden können. Und im Endeffekt haben wir gemerkt, dass wir eigentlich einen zweisäuligen Ansatz haben. Das Fundament ist die Bibliothek und der Ort, in dem wir uns hier gerade befinden. Das ist der Treffpunkt. Da sind die Bücher, da sind die Vorbilder. Hier sind alle Menschen herzlich willkommen, sich weiterzubilden und sozusagen einen Ort der Begegnung zu schaffen, in allen Altersstufen. So. Und aus diesem Fundament entwachsen zwei Säulen. Einmal Empowerment der schwarzen Community, ja, wo wir ganz klar sagen, okay, es ist wichtig, dass wir auch unseren eigenen Raum haben, wo wir uns gegenseitig empowern können, von Erfahrungen berichten können, gegenseitig nochmal Zugang geben können zu bestimmten Wissensressourcen, wo Saraya Gomis zum Beispiel die Black Diaspora School leitet, wo wir ein Extra-Treffen haben nur für schwarze Jugendliche, dass die sich austauschen können und so weiter. Das ist die eine Säule. Und die andere Säule ist die Säule schwarze Perspektiven für den Kiez, wo es ganz klar ist, da öffnen wir die Türen und sagen, alle Menschen sind herzlich willkommen, sich hier weiterzubilden, fortzubilden. Wir führen immer wieder Lesungen durch, wo wir Autorinnen und Autoren einladen, die aus ihren Büchern vorlesen, und wo wir sagen, okay, es ist ganz wichtig, dass der ganze Kiez hier ist. Wenn man sich hier einbringen will, ist man erstmal von Dienstag bis Freitag herzlich willkommen, von 14 bis 18 Uhr, beziehungsweise dienstags von 15 bis 19 Uhr, die Räume kennenzulernen. Zu kommen, hier rumzustöbern, mal zu gucken, was sind denn da für Bücher, sich hier hinzusetzen, Leute kennenzulernen und zu lesen. Und danach lernt man sich nach und nach kennen und dann gibt es für, sag ich mal, unterschiedlichste Zielgruppen unterschiedliche Möglichkeiten, sich einzubringen. Schwarze Jugendliche sind immer herzlich willkommen, am letzten Freitag im Monat, so ab etwa 19 Uhr hier vorbeizukommen, zum Black Youth Fridays und andere schwarze Jugendliche zu treffen. Oder mittwochs von ab 15 Uhr etwa zur Black Diaspora School. Bei erwachsenen Menschen freuen wir uns unter anderem zum Beispiel sehr über finanzielle Spenden, weil wir nur bis Ende dieses Jahres finanziert sind. Das ist eine ganz große Hilfe. Wir haben in letzter Zeit auch immer wieder Bücherspenden bekommen von Menschen, die gesagt haben, aus der ganzen Bundesrepublik, die gemerkt haben, okay, meine Bücher von afrikanischen, afrodiasporischen, schwarzen Autorinnen und Autoren sind hier sehr gut aufgehoben. Deshalb kriegen wir immer wieder Bücherspenden. Das sind so die Bereiche, wo man sich gerade am ehesten einbringen kann. Und da freuen wir uns sehr.
Schwarze Menschen sind in ganz vielen Bereichen hier aufgerufen und herzlich willkommen, sich einzubringen, sei es durch Zeitspenden, sei es dadurch, dass sie sagen, okay, ich übernehme hier eine Öffnungszeit oder so. Und weiße Menschen und die Mehrheitsgesellschaft ist erstens dadurch beteiligt und aufgerufen teilzunehmen, dass sie die Öffnungszeiten hier nutzt und sich hier selber fortbildet und auch Zeit investiert, mal diese Bücher wirklich zu durchstöbern. Und zweitens tatsächlich auch, um Zugänge zu öffnen. Ja, also was weiß ich, sei es durch eine Sachspende, wir haben jetzt erst wieder einen Computer gespendet bekommen, sei es durch eine finanzielle Spende, sei es dadurch, dass man mal eine Tür bei einem Entscheidungsträger oder einer Entscheidungsträgerin öffnet, weil diese Netzwerke, die haben wir tatsächlich nicht so stark, wie wir sie teilweise bräuchten. Und das wäre eine ganz große Unterstützung. Und jetzt mal abgesehen von Veranstaltungen wie zum Beispiel dem Black Youth Fridays, sind weiße Menschen herzlich willkommen, an unseren Veranstaltungen, den Lesungen und so weiter teilzunehmen.